Oh, Leute! 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 Ihr werdet nie erraten, wo ich mich gerade befinde. Ihr werdet es wirklich nicht erraten. Und ich werde hier auch nicht rumlaufen. Das werde ich nicht. Ich werde hier nichts spoilern, weil das unfair gegenüber einigen anderen wäre. Leute, ich habe hier gerade richtig hartes Feeling. Extremes Feeling. Ihr habt es am Titel schon gesehen, deswegen brauche ich ja kein Geheimnis dran machen. Leute, etwas, worauf ich seit Wochen, seit einem fucking Jahr warte, wo ich mich seit Ewigkeiten drauf freue. Fucking Craft Attack. Craft Attack geht in die 6. Staffel, liebe Leute. Ich bin da so hyped drauf, weil diese Staffel wird sich, ja, man könnte sagen, alles ändern. Aber es wird sich nicht alles ändern, sondern es wird alles wie früher, Leute. Die 5. Staffel Craft Attack, habt ihr mitbekommen, war übersät von sehr viel Stress, sehr viel Beef, Angebiefe, war aber auch eine sehr schöne Staffel. Aber es war eine Chaos-Staffel. Sie war Chaos, es hat schnell geendet, es war schnell von vielen, ist die Motivation weg gewesen. Und da wollen wir jetzt weg von. Wir wollen wieder back to the roots. Wir haben ultra viele Leute dabei. Es sind von den Leuten, die noch Minecraft machen, beziehungsweise noch aktiv YouTube machen, haben wir alle dabei. Leute, es sind alle Leute aus allen Staffeln komplett dabei, außer halt beispielsweise Porkshop Media. Die machen ja kein YouTube mehr. Und viele andere haben komplett aufgehört mit Minecraft und wollen das auch nicht mehr machen oder machen aktiv kein YouTube mehr. Aber ansonsten sind alle Leute dabei. Und auch viele neue Gesichter sind dabei. Sehr viele neue Gesichter. Wenn ich mich nicht irre, sind wir zum aktuellen Zeitpunkt fucking 26 Leute. Das bedeutet, wir werden richtig geil ausrasten. Wir haben uns eine richtig schöne Map ausgesucht. Das Ganze wird im Zeichen von Craft Attack 4 stattfinden, weil ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass Craft Attack 4 eine der Staffeln mit dem meisten Hype gewesen ist. In Craft Attack 4 ging so viel ab. Craft Attack 1 war super geil, Craft Attack 2 war geil, Craft Attack 3 war geil. Aber die 4. Staffel, die hat einfach alles getoppt. Da war so viel Eskalation und dann am Ende noch das Roleplay, was wir gestartet hatten, wo wir danach am Ende mit nach Empire rübergegangen sind. Leute, das war der fucking Shit. Das war so nice. Das hat mir so viel Spaß gemacht und das hat allen anderen auch so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, Leute, da wollen wir wieder hin. Das bedeutet, die Map ist ähnlich aufgebaut wie die von Craft Attack 4. Das bedeutet, wir haben einen wunderschönen, riesengroßen See, worüber eine Insel ist, in der ich mich gerade befinde. Hier werden einige Comment-Blocks neu hingestellt. Darum kümmert sich der Hype-Zwilling. Dann wird es nämlich hier oben die Insel, bedeutet, es wird Einweg Elytra geben, von dem man wieder von A nach B fliegen kann, weil ich finde, das war ein richtig geiler Aspekt, weil man dann einfach super viel Platz hatte, man musste nicht Haus an Haus bauen, das war etwas, was mich in Craft Attack 5 auch sehr gestört hatte. Ich hatte Spark als Nachbarn, ne? Spark, nichts gegen dich, ich liebe dich, aber das Problem war, ich habe auch immer eine riesengroße Villager-Farm vor meinem Fenster gehabt. So, dieses Problem gibt es hier einfach nicht, weil jeder so viel Platz hat zum Bauen und so viel Platz sich schaffen kann und trotzdessen seinen Nachbarn oder den Typen am Arsch der Welt trotzdem dank dieser Insel und dank den Einweg-Elytras perfekt erreichen kann. Das wird mega nice. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder Roleplay machen. Hier wird Roleplay nicht mehr verhasst werden, sondern wir sind da offen für. Ich hoffe da auch mega drauf, dass wir da den Livestreams haben werden, wie es am Anfang von Craft Attack 4 war, wo wir alle spontan Roleplay machen werden, wo wir unseren Spaß haben. Wir haben ja am Ende von Craft Attack 4 haben wir sehr viel gescriptetes Roleplay gemacht, das wisst ihr alle. Fand ich auch ganz cool, aber ich möchte, dass wir das am Anfang und hoffe, dass wir das am Anfang, dass man vielleicht so sagt, hey Leute, lasst heute Abend, keine Ahnung, Petre da hängen oder sowas, oder lasst heute Abend einen König wählen oder so eine Scheiße. Und dann passiert das einfach und dann machen wir das. Ohne Geskripte, ohne zu sagen, das passiert, du sagst das, dies macht das, sondern machen das alles spontan, wie wir Bock haben, jeder kann sich einbringen, da hoffe ich drauf, dass es so geil wird und deswegen bin ich da mega gespannt, Leute. Und ihr könnt ja mal, ich mache euch eine Abstimmung oben in die Dingens, ihr könnt ja mal raten, ob ich es diese Staffel schaffen werde, ein fucking Haus zu bauen, Leute. Die Leute, die mich aktiv schauen, vor allem seit Weihnachten letzten Jahres und da die nächsten Monate geschaut haben, wissen, was ich versprochen habe oder gesagt habe, was ich machen möchte in der nächsten Staffel Craft Attack. Und ich bin da sehr, 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 sehr zuversichtlich und möchte das unbedingt umsetzen. Für die, die es nicht wissen, Leute, guckt einfach mal meine Videos vom Subscriber-Server durch. Vom Subserver 2.0. Und ja, Leute, da habe ich mega Bock drauf, diese Staffel. Ich hoffe, ihr auch. Lasst einen dicken, fetten Daumen nach oben da, wenn ihr auch so hyped auf eine neue, weitere Staffel Craft Attack 6 habt. Das Ganze startet am 9. um, wenn ich mich nicht irre, 9 Uhr morgens. Das heißt, am Sonntag um 9 Uhr morgens stellt euch alle den Wecker. Da ist der erste Upload. Da werden dann ultra, da wird eure Abo-Box voll sein mit Craft Attack Videos. Ich bin ultra gehyped. Und auch nachmittags oder ab abends, die Uhrzeit haben wir uns noch nicht ausgemacht, wird dann auch Livestreaming möglich sein. Und ich werde dann natürlich auch Livestreamen. Ich bin diesmal voll dabei von Anfang an und werde hier voll ausrasten und voll eskalieren.
und mit Stream und allem drum und dran. Deswegen seid gespannt. Ich bin mega hyped. Ich hoffe, ihr auch. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Ab dann wird wieder täglich Content kommen hier auf diesem Kanal. Ab dann bin ich wieder voll aktiv. Ich habe mir jetzt einfach die letzten Tage gedacht, okay, Craft Attack wird starten. Dann chillst du jetzt einfach auch noch den Rest der Zeit bis Craft Attack. Ich mache gerade im Hintergrund noch super viele Sachen. Es wird demnächst, übrigens, Leute, es wird demnächst neuen Merch geben. Ihr könnt aktuell noch in meinen Shop gehen. Und die Sachen, die da aufgelistet sind, sind schön und gut. Wenn euch die gefallen, kauft sie euch. Noch ist, bald ist Weihnachten übrigens, ganz wichtig, bald ist Weihnachten. Aber ich habe mir ganz viele Pläne für meinen Shop gemacht. Viele neue Designs und viele alte Designs, die es nicht mehr gab, mir jetzt wieder rausgesucht, die ich mega nice finde, weil ich bin doch nicht so ganz zufrieden. Und deswegen werden viele Designs, vor allem, ganz wichtig, die Pinguine, die jetzt im Shop sind, die Pinguine fliegen komplett raus, so wie der Salzstreuer. Wenn ihr die Shirts und die Designs geil findet, gönnt sie euch, denn noch sind sie im Shop verfügbar. Ende des Jahres fliegen die dann raus und werden dann auch höchstwahrscheinlich nicht mehr wieder verfügbar sein. Deswegen, wenn ihr die haben wollt, irgendwas vermehrt, schaut in meinem Shop. Da gibt es die gerade noch. Ansonsten fliegen die demnächst raus und kommen auch nicht wieder. So, genug Merch-Werbung gemacht, Leute. Wenn ihr Bock habt auf Craft Attack, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Ich bin ultra hyped. Ich habe da mega Bock drauf. Und wie gesagt, ich mache mir jetzt gerade Gedanken über ein paar andere Sachen. Plan ein paar Sachen im Hintergrund, statt jetzt mich auf Videos zu konzentrieren und mir da Stress zu schieben, sondern ab Craft Attack, ab den 9. Dezember, werde ich ihn wieder voll eskalieren. Dann wird es wieder täglichen Content geben, täglichen Stress, täglichen Beef. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht da. Oh, ich habe verkackt. Oh, Leute, ich werde jetzt verbrennen. Macht's gut, Leute. Ich habe Craft Attack zerstört. Jetzt gibt's doch keine Staffel. Oh, scheiße. Leute, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum Start von Craft Attack, Leute. Ich bin hyped. Ich hoffe, ihr auch. Wie gesagt, 9. startet es. Markiert es euch im Kalender. Stellt euch im Wecker. Ich hoffe, ihr seid dann alle da. Haut rein. Bis dann. Schaut bei Twitch vorbei. Das streame ich aktuell immer mal wieder. Und Sonntag dann auch. Bis dann, Leute. Tududu.